Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sie vorgestellt heute, die Initiative für mehr Unterstützung von Patienten und mit Langzeitfolgen nach Corona-Infektionen. Der SPD-Politiker plant ja mehrere Angebote für Patienten mit Long- und Post-Covid-Symptomen. Dazu gehört unter anderem eine Website mit Informationen und Anlaufstellen für Betroffene und deren Angehörige. Darüber hinaus will das Bundesgesundheitsministerium im Herbst zu einem runden Tisch laden, bei dem Beteiligte sich über ihre Erfahrungen mit Long- und Post-Covid austauschen können. Dazu gehören auch Erkrankungen wegen einer Corona-Impfung. Na, da fragen wir doch mal nach beim Virologen Professor Klaus Stöhr. Herr Stöhr, willkommen bei Welt. Eine Website soll es geben, einen runden Tisch soll es auch geben, wo wir dann mal drüber sprechen können, wie es uns denn nach der Corona-Pandemie geht. Befürworten Sie das? Ist das ausreichend? Stimmt, Herr Kluge. Ja, also letztendlich ist es außerordentlich wichtig, dass man jetzt diese Symptome, die Erkrankungen und die Menschen sehr ernst nimmt. Das sind ja nicht wenig, die davon betroffen sind. Die Anzahl, wer das ist und wie viel das sind in den Ländern und weltweit, die schwankt, je nachdem, wie man sich da die Grundlagen anschaut, die Symptome auch definiert. Es gibt ja über 100 Symptome, die man haben kann, wenn man langfristig an dieser lange dauernden Erkrankung tatsächlich, wenn man da betroffen ist. In Deutschland gibt es auch keine zuverlässigen Schätzungen, aber dass man jetzt etwas dafür tut, ist außerordentlich wichtig. Es werden über 20 Millionen Euro ausgegeben, auch für Forschungsprojekte, um genauer feststellen zu können, welche Symptomgruppen die Erkrankung dann ausmachen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir anschaue, dass das eben 20 Millionen sind und dann die Webseite noch, die Informationsveranstaltung, der runde Tisch, dann sind das Kleinigkeiten. Dann Geld hätte man auch viel besser und anders investieren können, nämlich dass man von Anfang an ein paralleles Forschungskonzept aufgesetzt hätte. Im Anfang der Pandemie, man wusste ja schon, dass das Spektrum der Erkrankungen groß ist, dass besonders schwer Betroffene langfristig auch Symptome haben werden, je nachdem, welches Organ betroffen war, das Gehirn, es gibt ja auch Leber, Nieren und andere Organe, Herz, die betroffen sein können und je nachdem gestalten sich auch die Symptome. Also hier hätte man schon viel eher forschungsbegleitend investieren können und nochmal zur Erinnerung. Über 100 Millionen Impfdosen stehen noch aus, die der Bundesgesundheitsminister bestellt hat, die dann auch in diesem und nächsten Jahr sicherlich verworfen werden, weil keiner 100 Millionen Dosen verimpft. Das sind also nochmal Milliarden, die hier verbrannt werden. Hier hätte man sicherlich eher und besser investieren können in die Erforschung dieser Erkrankung. Herr Stöhr, lassen Sie uns noch einmal über dieses Angebot sprechen. Denn bei Long- und Post-Covid-Patienten soll nun mehr Aufmerksamkeit hingerichtet werden und auch eben zu den Menschen mit Impfschäden. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung werden ja die Langzeitfolgen sehr ernst genommen, zu Recht. Aber bei Impfkomplikationen und Folgen klingt es oft so, wie man wolle das eigentlich nicht hören. Das ist alles fraglich, ob es das gibt. Glauben Sie, dass jetzt mit diesem Schritt da auch ein Umdenken stattfindet, dass diese Menschen auch mehr ernst genommen und gehört werden? Ja, ich könnte es nur hoffen, aber es hört sich für mich ja mal wie so ein Feigenblatt. Ja, es geht alles um Long-Covid, es wird investiert, es gibt eine Webseite und übrigens geht bei dem runden Tischstand zum Schluss auch um die Person, die durch die Impfung langfristig geschädigt sein könnten. Also ich glaube, das ist auch nicht proportional, was man hier macht. Man darf immer nicht vergessen, man hat bei der Impfung, die ja wirklich einen entscheidenden Beitrag geleistet hat für die Abmilderung der Schäden in der Pandemie, man hat vergessen, dass man hier die Impfung ja nicht nur für diejenigen empfohlen, ja auch die Leute dazu gedrängt hat, die wirklich davon profitiert, sondern auch Jüngere. Und gerade die Jüngeren sind ja die gewesen, die jetzt mit den Auswirkungen am meisten zu kämpfen haben, die am wenigsten davon eine Impfung profitieren konnten. Das war ja von Anfang an klar. Ich glaube, da müsste man auch eine gewisse Parität an den Tag legen, auch genauso viel Zeit und Geld investieren. Vielleicht ist es auch geschuldet der Tatsache, dass auch selbst der Gesundheitsminister selber, der immer für Long-Covid gesprochen hatte und sogar während der Pandemie von einer nebenwirkungsfreien Impfung, und es ist immer noch gleich nicht angekommen, dass man hier mit gleichen Maßen messen müsste, weil sowohl bei Long-Covid als auch bei den längerfristigen Schäden, die die Impfung hervorrufen kann. Sagt der Virologe Professor Klaus Stöhr. Danke für das Gespräch, Herr Stöhr. Ich bedanke mich.
Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.